Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Rückrundenauftakt am Sonntag um 13.30 Uhr. Wir erwarten 27.000 Zuschauer, davon 1.600 Gäste. Und die Partie wird geleitet von Harm Osmers. Dann grüße ich René Weiler, wie immer, und übergebe euch das Wort für Fragen. Zum Gegner, zum Spiel. Hans Böller, Nürnberger Nachrichten. Ich habe Sie ja letzten Freitag gefragt und Sie sagten, ich solle bis nächsten Freitag, bis heute warten mit der Frage, weil Sie dann vermutlich was Ähnliches sagen. Aber wir hatten letzten Freitag die Situation, dass man so ein bisschen Favorit war. Ist man am Sonntag eher wieder ein bisschen Außenseiter? Ja, ich habe es ja bereits beantwortet gehabt. Das sind Spielereien. Aber selbstverständlich, wenn wir gegen den Ersten spielen, dann ist man nicht Favorit. Und das ist auch gut so. Sind die beiden Clubs, die jetzt vorne stehen, mit ein bisschen Abstand zum dritten Platz etwas favorisiert für den Rest der Rückrunde oder ist das nur eine Momentaufnahme? Auch wieder beides. Es ist eine Momentaufnahme, aber die sind favorisiert. Das habe ich aber auch schon zu Beginn der Spielzeit gesagt. Das sind für mich die beiden besten Mannschaften. Es liegt an uns, an den anderen Mannschaften, dass wir das ändern können. Aber das sind schon zwei ganz starke Vereine und die gilt es zu schlagen. Und jetzt mit dieser Tabellenkonstellation gilt es auch, die einzuholen versuchen. Stefania Blanke, Nürnberger Zeitung. Wie würden Sie die Voraussetzungen umschreiben momentan vor diesem Spitzenspiel? Ich glaube, Sie haben bis auf Mösmer, glaube ich, keine Langzeitverletzten, alle Mann zu einem Training, drei Siege in Folge. Sind das die optimalen Voraussetzungen, um so ein Spitzenspiel anzugehen? Also Gislason fehlt auch noch neben Mösmer. Aber ja, das Kader ist beinahe vollzählig. Da kann man aus dem Vollen schöpfen und wir kommen auch mit breiter Brust. Wir haben jetzt auch drei Spiele nacheinander gewinnen können. Wir haben auch seit einigen Spielen nicht mehr verloren. Zu Hause haben wir sowieso eine stolze Serie und der Gegner hat aber auch vieles vorzuweisen. Ich denke, das wird ein richtig gutes, spannendes Spiel. Wie ich so oft auch sage, ein enges Spiel und wir hoffen, dass wir da auch richtig Paroli bieten können. Anni Lindner, CEF. Ihre Mannschaft hat sich in den letzten Wochen durch gute Spiele, durch viele Erfolge, durch Siege eine andere Ausgangsposition erarbeitet als noch in der Mitte der Vorrunde. Besteht so ein bisschen die Gefahr, dass man mit so einem Spiel sich da letztendlich wieder Arbeit einreißen kann? Ja, mit solchen Gedankenspielen befassen wir uns ja selbstverständlich nicht. Also wir freuen uns jetzt auf dieses Spiel. Wir freuen uns auch, dass wir das so vorbereiten konnten mit den vergangenen Spielen und Resultaten. Und mit negativen Gedanken befassen wir uns eigentlich eher selten bis nie. Martin Funk, Bild Nürnberg. Es wurde ja schon häufiger in der Woche darüber gesprochen, dass die Mannschaft nicht mehr viel gemein hat mit dem ersten Spieltag. Ist trotzdem das Spiel in Freiburg nochmal so eine Blaupause für die Vorbereitung, um sich die Freiburger da nochmal vor Augen zu führen, gerade auch Stichwort Nils Petersen? Nein, da brauchten wir einerseits nicht unser Spiel, da kann man ja die ganze Spielzeit verfolgen. Der Nils Petersen hat ja schon einige Tore erzielt. Aber ich habe jetzt bewusst nicht mehr das erste Spiel nochmal in Erinnerung rufen wollen. Ich denke, wir sind jetzt gut unterwegs. Wir haben, wie Sie richtig bemerkt haben, nicht mehr die gleiche Mannschaft, die da am Start ist. Und es ist eine ganz andere Ausgangslage. Es ist auch ein anderer Zeitpunkt. Man darf nicht immer allzu weit zurückschauen. Man muss nach vorne schauen, immer wieder den Fokus in die Zukunft richten. Was macht denn Nils Petersen so gefährlich? Ja, der weiß, wo das Tor steht. Also der ist sehr torgefährlich, der ist kopfballstark, der ist schon lange dabei, der weiß, wie man sich da vor dem Tor positionieren muss. Antizipiert sehr viele gefährliche Situationen, auch zweite Bälle, die dann vielleicht nach irgendwelchen Angriffen da wieder zu spielen sind. Und der hat verschiedene Fertigkeiten, die wir da schon gut verteidigen müssen. Oliver Tubenauer, BR Hörfunk. Inwieweit würden Sie denn sagen, dass die Partie wegweisenden Charakter hat im Blick auf die Tabelle? Fast jedes Spiel hat immer wegweisenden Charakter. Also grundsätzlich ist ja klar, dass die beiden ersten Mannschaften sich eine Kluft da erspielt und erarbeitet haben. Wir versuchen selbstverständlich, diese Lücke zu schließen, indem wir das Spiel gewinnen. Gelingt uns das nicht, werden wir uns dann in der Verfolgergruppe hinter den beiden ersten Mannschaften eingereiht haben, definitiv. Und ja, also Gradmesser ist vor allem der Gegner.
die Stärke des Gegners. Und da können wir uns messen, alle zusammen, ob wir schon so weit sind, jetzt, wo wir eine gute Entwicklung durchgemacht haben, oder ob wir da noch einiges aufzuarbeiten haben. Hans Böller. Dass dieselbe Mannschaft spielt, beginnt wie gegen Paderborn, darf man vermuten? Das dürfen Sie vermuten. Es ist aber noch nicht entschieden. Und ja, die Mannschaft hat sich jetzt schon auch gefunden und spielt seit Wochen eigentlich in einer ähnlichen Konstellation sehr gut. Aber das heißt noch nicht, dass es keine Änderungen gibt. Wie bewerten Sie den Begriff Stammspieler? Wie viel haben Sie jetzt im Moment, wo Sie sagen, das sind echte Stammspieler? 7, 8, 9? Ja, es müssen sich mehrere anbieten, um mögliche Stammspieler zu sein. Und da möchte ich das Kader auch nicht reduzieren. Es gibt jetzt verschiedene Spieler, die da in Frage kommen, und das ist auch gut so. Chris Bichelow. Sorry. Vorhin angesprochen worden. Wie sieht es denn bei denen eigentlich aus? Ja, die spielen jetzt sicher bis zum Ende dieser Vorrunde keine Rolle mehr. Aber wir gehen davon aus und hoffen selbstverständlich alle zusammen, dass die dann ab dem Rückrundenstart, Trainingsstart, 4. Januar, wieder voll mitziehen können. Chris Bichele, Kicker. Der Kollege hat es ja schon angesprochen, der Kader ist voll. Wie geht zum Beispiel ein Hofland mit der Situation um? Sie sehen, etwas ruhigerer Zeitgenosse. Und es ist ja schon, jetzt mal vor Saisonbeginn, hätte auch keiner damit gerechnet, dass zum Beispiel ein Bulthaus vor ihm spielt. Aber im Augenblick gibt es ja auch keinen Grund zum Wechseln. Wie geht er damit um? Ja, er geht professionell damit um. Selbstverständlich ist er nicht glücklich. Aber es geht ja nur über Leistung und er muss sich aufdrängen und er wird auch wieder seine Chance erhalten. Und wenn dann die Chance kommen sollte oder kommen wird, dann muss er bereit sein. Hans Böller. Hat Sie umgekehrt Bulthaus ein bisschen überrascht in der Entwicklung der letzten Wochen? Ja, der hat richtig gute Entwicklung gemacht. Das hätte man so nicht voraussehen können, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich freue mich für ihn, ich freue mich für jeden Spieler, der solche Entwicklungen durchmacht. Und dann verdient man es auch, dass man dann regelmäßig und öfters auch in der Stammformation steht. Chris Bichele. Nochmal auf den vollen Kader. Bedeutet das jetzt im Training, dass Sie als Verantwortlicher da ein bisschen bremsen müssen zum Beispiel? Ich meine, wie Sie sagen, die anderen müssen sich zeigen. Das ist ein großer Kader, Stimmung ist gut. Zum Beispiel jetzt bei Positionsspielen, dass es da besonders mehr, oder dass mehr zur Sache geht als sonst. Müssen Sie da aufpassen? Ja, nicht speziell. Die Mannschaft trainiert gut, aber dass die irgendetwas Außergewöhnliches vorfallen würde, kann ich jetzt da nicht behaupten. Habt ihr noch Fragen? Keine mehr? Dann sehen wir uns am Sonntag. Danke fürs Kommen. Vielen Dank.